Ja, es geht jetzt los. Ich wollte nur kurz Tschüss sagen. Ich melde mich dann, wenn wir wieder da sind. Ciao! Ja, spinnt ihr denn? Was fällt euch ein? Bitte, komm mal schnell! Anja! Kollegen, hier hat es eine Schießerei gegeben. Ein oder mehrere Täter sind flüchtig. Am besten, einer von euch gibt eine Fahndung raus und durchsucht die Nachbarschaft hier und einer kommt mit uns. Ja? Wir gehen da jetzt rein und gucken, was da los ist. Okay? Los. Michael. Naseband vom K11. Wir brauchen zu unserem Einsatzort einen Notarzt. Frau mit Schussverletzung. Bewusstlos. Wir warten hier. Könnte ein Einbruch gewesen sein. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Sie steht unter Schock. Wir haben ihr ein Beruhigungsmittel verabreicht und bringen sie jetzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sie heißt Lara. Die beiden Opfer sind ihre Eltern, Dirk und Anja Selling. Mein Gott, wer weiß, was das Mädchen alles mit angesehen hat. Hat sie immer noch nicht gesprochen? Könnte gut sein, dass sie den oder die Täter gesehen hat. Und wenn sie es selber war? Du meinst, sie hat auf ihre Eltern geschossen? Also den Weg in die Klinik hätte ich mir wirklich sparen können. Die Frau ist immer noch nicht ansprechbar. Kommt sie durch? Schwer zu sagen. Sie wurde erst mal ins künstliche Koma versetzt. Und die Tochter? Wird noch untersucht. Die Klinik gibt uns Bescheid, wenn wir sie holen können. Die war bestimmt in einem anderen Raum, als die Schüsse gefallen sind. Wahrscheinlich hat ihr das Leben gerettet. Wahrscheinlich. Sag mal, gibt es denn noch andere Angehörige? Ja, es gibt da wohl noch einen Onkel. Also der Bruder des Toten. Den müssen wir ausfindig machen. Und dann müssen wir ganz dringend rauskriegen, wer den Opfern gestern den Ärger gemacht hat. Was denn für ein Ärger? Ja, das Auto von denen ist demoliert worden. Es kann ja sein, dass das der Täter war. Ja, es könnte aber auch ein x-beliebiger Einbrecher gewesen sein, der von der Familie überrascht worden ist. Ja, deshalb müssen wir auch alle Einbrüche der letzten Zeit checken. Tja, was bedeutet? Wir haben viel zu tun. Wo sind die anderen beiden? Noch am Tatort. Das Opfer besaß anscheinend mehrere Immobilien, die er vermietet hat. Ja, armen Leuten sieht's hier nicht gerade aus. Hast du die Hülse im Kasten? Das sind 9 mm. Da fehlt nur die Tatwaffe. Da sind Türen und Fenster untersucht. Es gibt Einbruchspuren. Im Keller wurde ein Fenster eingeschlagen. Und an den Scherben ist Blut. Der Täter scheint sich verletzt zu haben. Ja, das wäre ja wunderbar. Dann hätten wir seine DNA. Draußen bei den Beeten sind noch ganz frische Fußabdrücke, die direkt vom Haus wegführen. Okay, danke dir. Vielleicht waren es ja doch 2 Täter. Der eine ist durch den Garten weg, wie die Frau im Küchenfenster gesehen hat. Und der andere über die Straße, wie der Mann gesagt hat. Es könnte auch ein Täter gewesen sein, der durch den Garten auf die Straße gerannt ist.
Einbruch mit Raubmord. Wahrscheinlich waren die Bewohner einfach nur zufällige Opfer. Ich weiß nicht. Nur das Schlafzimmer ist durchwühlt. Das sieht so aus, als wenn die wussten, wo sie suchen mussten. Ja, wahrscheinlich haben die einfach nur im Schlafzimmer angefangen. Ich meine, Tresor und Wertsachen sind doch meistens im Schlafzimmer, oder nicht? Was bist denn so aggro heute? Ich weiß es einfach nur besser. Na, es war ein Kalf. Ja, wunderbar. Ja. Ich fahr direkt mit Robert vorbei. Bis dann. Ciao. Wo fahren wir hin? Zu Laras Onkel. Alex hat den jetzt telefonisch erreicht. Wir stehen alle noch total unter Schock. Das ist mein Sohn Boris und seine Freundin Elena. Ja, hallo. Ich kann das gar nicht fassen. Mein Bruder erschossen. Wie geht's denn Dirks Frau? Wird sie durchkommen? Also ihr Zustand ist immer noch kritisch. Und Lara? Was ist mit Lara? Sie ist unverletzt. Aber sie war zur Tatzeit zu Hause. Ja, und was hat sie erzählt? Hat sie jemanden gesehen? Leider konnten wir noch nicht mit ihr sprechen. Aber vielleicht können Sie uns helfen, indem Sie uns ein paar Fragen beantworten. Ja, sicher, gerne. Ihr Bruder wollte in Urlaub fahren. Wissen Sie da genaueres? Die mussten den Urlaub verschieben, weil das Auto beschädigt wurde. Die hatten einen Unfall? Nein, irgend so ein Idiot hat den Wagen von meinem Bruder zertrümmert. Und wenn das jetzt derselbe war und er ist heute noch mal zurückgekommen? Haben Sie da vielleicht einen Namen? Das war ein Mieter von meinem Bruder, Lehnert, Löhnert oder so. Ja, und Sie? Was haben Sie heute gemacht zwischen 16 und 17 Uhr? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich was mit dieser... Das sind reine Routinefragen, die müssen wir stellen. Ich war hier, ich habe gelesen. Wart ihr auch hier? Könnt ihr das bezeugen? Nein, wir waren den ganzen Tag bei Elena und dann sind wir wieder hingekommen sofort, als mein Vater mich gerufen hat. Was ist denn jetzt mit Lara? Wie lange muss sie denn im Krankenhaus bleiben? So wie es aussieht, wird sie heute entlassen. Es wäre natürlich gut, wenn sie erstmal bei Ihnen bleiben könnte. Ja, natürlich. Wo sonst? Arme Lara. Das muss echt der Horror für sie sein. Hoffentlich kommt meine Schwägerin durch. Wenn Lara jetzt auch noch ihre Mutter verliert. Du warst also in deinem Zimmer, als die Schüsse gefallen sind. Ich dachte, wir fahren endlich. Und hab meine Tasche geschnappt. Und als ich an der Tür bin, höre ich plötzlich Schüsse. Und dieses Handy. Was für ein Handy? Da hat dieses Handy geklingelt. Anja! Niemand von uns hat diesen Klingelton. Würdest du den Klingelton wiedererkennen? Und wie ging es dann weiter? Als es dann so still war, bin ich nachschauen gegangen. Und dann sehe ich meine Mutter auf dem Boden, als die Tür geklingelt hat und Stimmen im Haus waren. Da habe ich Panik bekommen und mich versteckt. Lara, dein Onkel ist jetzt da, um dich abzuholen. Hallo, Lara. Sie soll sich ein bisschen ausruhen. Wir melden uns heute Morgen nochmal bei Ihnen. So. Ich war gerade bei den Kollegen, die gestern die Anzeige entgegengenommen haben. Der Typ, der den Wagen beschädigt hat, heißt Axel Löhnert. Und was ist über den bekannt? Ja. Er hat eine Gewerbeimmobilie und eine Wohnung vom Opfer gemietet. Laut Anzeige hat Löhnert das Opfer erst beschimpft und beleidigt und dann die Scheibe eingeschlagen. Warum denn? Ja, anscheinend ging es um eine marode Stromleitung. Opfer hat sich nicht drum gekümmert. Ja, vielleicht hat Selling bei Löhnert erst die Windschutzscheibe eingeschlagen und ist am nächsten Tag mit der Pistole aufgekreuzt. Mhm. Ich habe diesen Löhnert mal durch unser System gejagt. Und siehe da, er ist vorbestraft. Zweimal wegen Körperverletzung, einmal sogar schwer. Tatsächlich. Fahr doch du mit Michael mal raus. Ja, mach ich. Gib mal her. Komm, Sabine, lass mal gehen. Die Kundin hat nicht ewig Zeit. So,
Das macht dann 3,50. Oh, verdammt! Mann! Der Scheiß, der bringt mich um meine Existenz hier! Wie oft noch? Okay, was wollen Sie? Wir wollen mit Ihnen reden. Kriminalpolizei. Okay, geh du nur schon mal nach hinten. Ich regel halt mal hier eben. Meine Frau weiß nichts von gestern. Es war so klar, dass der Arsch mich anzeigt. Wenn Sie Ihren Vermieter Dirk Selling meinen, der ist tot. Er wurde heute zwischen 16 und 17 Uhr in seiner Wohnung umgebracht. Was? Sie waren gestern bei ihm und haben ein bisschen randaliert, habe ich recht? Ja, so wie der mich behandelt hat. Total von oben herab. Wie so ein kleinen Schuljungen. Der hat mich zur Weißblut gebracht, da ist mir eine Sicherung durchgebrannt. Ihnen brennt wohl häufiger meine Sicherung durch. Nicht nur die Sicherungen, das ganze verdammte Stromnetz müsste neu gemacht werden in der Bude. Und weil er sie gestern abgewimmelt hat, sind sie heute wiedergekommen. Mit einem Komplizen vielleicht. Nee, ich bin heute überhaupt nicht beim Selling gewesen. Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich bin unschuldig, ehrlich. Können wir uns vielleicht irgendwo in Ruhe unterhalten? Samuel! Ja, was ist denn? Komm mal, halt mal eben hier die Stellung, ich muss was klären. Ja, ja.